willkommen zurück zu einer neuen Tagesaufgabe. Diesmal brauchst du für deine Tagesaufgabe einen etwas erhöhten Gegenstand. Und ich habe hier noch eine rutschfeste Matte draufgelegt, damit die Hunde mit den Pfoten nicht auf der Fläche rutschen. Und zwar nennt sich die Übung erhöhtes Stehen. Also dein Hund soll mit den Vorderpfoten auf den Gegenstand, die Hinterpfoten bleiben auf dem Boden. Und du versuchst dann entweder mit Leckerli oder wenn dein Hund das Handtarget gut beherrscht und auch die Nase an deiner Hand lassen kann, versuchst du ihn, dass er sich lang streckt. Also er muss die Pfoten auf dem Target, auf dem Gegenstand lassen und dann schräg nach oben schauen, eine gerade Rückenlinie haben und diese Position dann ein paar Sekunden halten. 5 Sekunden, 10 Sekunden, das kannst du variieren. Er soll auf jeden Fall die Position ein paar Sekunden halten. Diese Übung öffnet hier den Vorderbereich des Hundes, also er streckt sich schön. Die Bauchmuskulatur wird gestreckt, die Armmuskeln werden gestreckt, wenn die Position gehalten wird. Und die Muskulatur in der Hinterhand wird aktiviert, da der Hund ja schräg steht und auf der Hinterhand dadurch natürlich auch ein bisschen Gewicht ist. Okay, ich zeige dir gleich die Übung nochmal, wie sie funktioniert. Sie ist auf jeden Fall nicht schwer. Der Hund soll einfach nur mit den Vorderpfoten auf den Gegenstand stehen. Und du musst dann eben, wenn du es mit Leckerli in der Hand machst oder auch mit dem Handtarget, du darfst mit deiner Hand nur schräg nach oben gehen, ganz minimal, so dass dein Hund immer die Pfoten auf dem Gegenstand behält und sich einfach nur im Körper schräg nach oben langstreckt. Also ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Tagesaufgabe und ich versuche mal, was Faye und Kitu so machen bei dieser Übung. Bis gleich! Die Rückenlinie hat. Da habe ich gerade eben auch nicht ganz wirklich drauf geachtet. Der Kopf war ein bisschen zu weit nach hinten. Also der soll wirklich eine gerade Linie mit dem Kopf zu dir schauen schräg. Und es muss am Anfang auch noch nicht allzu lang sein. Also wenn der Hund es da nicht so lange durchhält und er anfängt was anderes auszuprobieren oder ständig hochkommt mit den Vorderpfoten vom Gegenstand die Pfoten abhebt, dann mach es einfach nur kurz und beweg deine Hand, egal ob du ein Leckerli in der Hand hast oder ob du es mit Handtarget machst, beweg sie ganz minimal, immer nur ein Stück nach oben. Sobald du zu weit gehst, zu schnell, schon zu weit nach oben, wird der Hand, wie die Vorderpfote, so wie Faye es eben auch gemacht hat, eben immer auch mit nach oben gehen. Also probier da aus und wenn du das immer wieder mal trainierst, dann wird dein Hund auch schnell verstanden haben, wie die Übung funktioniert und dann auch wirklich die Vorderpfoten auf der Erhöhung lassen und sich wirklich nur im Körper schräg nach oben lang strecken. Wichtig auch, belohne deinen Hund wirklich immer nur dann, wenn er wirklich mit den Pfoten auch auf dem Gegenstand steht. Okay, wir versuchen es mal weiter. Also die Übung sieht einfach aus und man denkt, das ist ja nicht viel, der Hund steht einfach nur da drauf und ich versuche ihn, dass er sich streckt, aber man muss wirklich auch auf die Kleinigkeiten achten, wie ich eben schon erwähnt habe, dass der Kopf nicht so weit nach hinten gebeugt ist und in den Nacken geht und dass der Hund auch wirklich mit den Pfoten auf der Erhöhung bleibt. Okay, das ist deine Tagesaufgabe und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Schreib mir ruhig mal in die Kommentare, wie du die Tagesaufgabe findest. Wenn du die anderen Tagesaufgaben auch schon dir angeschaut hast, dann
Lass mich auch gerne wissen, ob dir das überhaupt gefällt, die Tagesaufgaben. Und ansonsten, wenn dir auch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, dann abonniere unseren Kanal, drücke das Glockensymbol, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn es wieder eine neue Tagesaufgabe gibt oder wenn wir ein Video aus einem anderen Bereich hochladen. Vielleicht ein neues freies Formenvideo, wo wir dem Hund einen neuen Trick beibringen oder auch wenn es um Erziehungsfragen geht oder auch um Hundesport. Okay, viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Sven.